Hallo, liebes Bellicon-Publikum, herzlich willkommen zu unserer Übungssequenz für die Wirbelsäule mit unserem Spezialisten, dem Physiotherapeuten Andreas Sperber. Andreas Sperber arbeitet seit 15 Jahren mit dem Bellicon. Sie haben täglich Patienten auf dem Bellicon, die mit Rückenschmerzen bei Ihnen therapiert werden. Auch, auch Rückenschmerzen, aber auch andere. Genau. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir werden Übungen für die Lendenwirbelsäule, für die Brustwirbelsäule und für die Halswirbelsäule machen und auch in einem zeigen, um einfach wieder zu spiegeln, dass man diese Segmente nicht getrennt voneinander sehen sollte, sondern dass man ein holistisches Trainingskonzept hat und einfach 10 Minuten, Viertelstunde brauchen wir vielleicht ungefähr, sich mit den Übungen was Gutes tun kann. Okay, dann legen wir los. Also zuerst mal brauchen wir einen guten, festen, aufrechten Stand. Das heißt, wir stellen die Füße beckenbreit auseinander, gucken, dass die Füße flächig belastet werden, also nicht den Vorfuß. Oft bekommen Patienten oder Nutzer Probleme in den Waden, wenn die Ferse zu tief in die Matte einsinkt. Also von daher wichtig darauf zu achten, dass man den ganzen Fuß komplett stellt, dass man überall das Gefühl gleichmäßig hat. Dann die Knie leicht gebeugt, den Bauchnabel so ganz leicht akzentuieren, nach innen ziehen, die Brustwirbelsäule aufrichten, hier das Brustbein nach vorne oben schieben und jetzt das Kinn, so wie eine Schublade, nach hinten schieben. Also hier eine Spannung erzeugen, ist ein bisschen unbequeme Haltung, aber ist eine sehr gute Haltung zum Stabilisieren für die Halswirbelsäule. Ja? Okay, lotgerecht. Jetzt gehen wir los, lassen wir einfach mal die Arme mal so mitschwingen lassen, rechts, links im Wechsel und bleiben ganz steif stehen. Man will unwillkürlich anfangen zu laufen. Genau. Aber stehen bleiben. Ja, wir machen jetzt, wir stabilisieren jetzt Bauch- und Rückenwirbelsäule, von daher müssen wir ein bisschen statisch stehen bleiben, aber arbeiten dynamisch. Eine Frage zu diesem Bauchnabel einziehen. Also viele Menschen, die spannen dann so ganz künstlich an. Was wäre da ein Tipp von dir, dass man möglichst natürlich macht? Genau, also man muss noch gut atmen können. Ja, wenn man den Bauchnabel zu stark nach innen zieht, dann kann das Zwerchfell nicht mehr nach unten treten beim Einatmen. Ja, die Bauchorgane haben keinen Platz mehr. Von daher muss es so sein, dass der Bauchnabel nur ganz, ganz leicht hauchdünn nach hinten geschoben wird zur Wirbelsäule. Okay. Das reicht, nur ganz leicht akzentuieren. Das ist keine feste Spannung. Okay. So. Ich mache immer beim Ausatmen, habe ich immer so dieses Bild, dass der Bauchnabel nach innen geht, genau, zur Wirbelsäule hin. Und beim Einatmen denke ich an gar nichts mehr. Genau, da geht der Bauch nach vorne und beim Ausatmen geht der Bauchnabel nach innen rein. Genau. So. Okay, jetzt wollen wir eine Kräftigung machen für den Rückenstrecker hinten. Also das hier, das Einschwingen, ist ja schon mal eine ganz wichtige Übung. Ja, man denkt immer, man muss jetzt auch große Aktionen machen und ganz arg viele Übungen machen. Allein dieses Schwingen, was wir jetzt hier machen, das aufrechte Schwingen, ist schon eine Übung für sich selber. Okay, jetzt wollen wir spezifisch nochmal die Lendenwirbelsäule trainieren. Jetzt bleiben wir still stehen. Genau. Jetzt geht der Po geht nach hinten. Der Oberkörper bleibt da, die Schultern bleibt nach hinten gezogen. Jawohl, Po geht nach hinten. Jawohl, jetzt haben wir schon eine höhere Spannung auf der Lendenwirbelsäule. Jetzt gehen wir den Arm nochmal nach hinten. Ja. Jetzt fangen wir leicht an zu federn. Ja, leicht an zu federn. Gehen wir den Arm nach vorne. Jawohl. Ja. Und auch wieder wahrscheinlich darauf achten, dass man nicht so im Hohlkreuz hängt. Also jetzt wäre ich im Hohlkreuz. Brustwirbelsäule rausschieben. Genau. Und wir machen einen schönen Scheibenwischer vor dem Körper. Jawohl. Bauchnabel wieder so mit der Ausatmung reinziehen. Ne? Okay. So, jetzt mal die Arme nach oben, nach unten. Jawohl. Und wieder aufrichten. Je tiefer ich nach vorne gehe, desto höher ist der Druck hinten. Das heißt, ich muss gar nicht so weit nach vorne gehen, um den Druck aufzubauen. Ja, also so wie es halt gut geht. Aber wichtig ist, dass der Po nach hinten geht und ich hier aufrecht bleibe. Und dann kommt die Spannung. Wir wiederholen gerade nochmal. Nochmal schön springen. Und die Arme gehen nach vorne. Jawohl, zur Seite. Okay, schon ein wunderbares Training für die Beinmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur und den Gluteus, den Po-Muskel. Jawohl. Fast schon für Skifahrer. Alles mit drin, genau. Ha? Und richten uns wieder auf. Jawohl. Und wieder locker ausschicken. Sehr schön. Ha? Okay, jetzt haben wir was für die Rückenmuskeln gemacht, jetzt machen wir was für die Bauchmuskeln. Und die Bauchmuskeln haben die Funktion, in einer aufrechten Haltung den Körper zu stabilisieren und nicht dieses nach vorne beugen, ja, diese Sit-Ups, die man so gerne macht. Ist zwar auch gut, wenn man sie braucht, aber für die Haltung brauchen wir sie nicht. Okay. Da brauchen wir eine aufrechte Spannung, das heißt kein Distanzverlust,
vom Becken hier zum Rippen, sondern wir brauchen eine Verlängerung. Und in der Verlängerung wollen wir sie stabilisieren. Ja? Haben wir im Alltag sowieso meistens Verkürzungen, wenn wir ganz immer so sitzen. Ne? Wir wollen sie verlängern. Genau. Wir machen jetzt eine schwere Übung. So, wir gehen mal auf die Knie. Ich nutze hier den Haltegriff. Sehr gut. Genau, so. Okay, wichtig, wir wollen jetzt, wie gesagt, die Haltemuskeln der Bauchmuskeln trainieren, indem wir das Becken nach vorne schieben. Genau. Dann die Hände auf die Schultern legen, das Kinn ranziehen an die Brust, an die Halswirbelsäule. Und jetzt gehen wir langsam im Oberkörper nach hinten. Jetzt muss die Bauchmuskulatur halten, kräftig, wird gedehnt und dabei gleichzeitig auch gekräftigt. So weit nach hinten, wie es geht. Und das Becken bleibt nach vorne geschoben. Halten, 15 Sekunden halten. Nicht schwingen? Nein, nicht schwingen. Das mal nicht schwingen. 5, 4, 3, 2, 1 und langsam wieder lösen. Lock. Jetzt kann man sie schwingen. Ha? So. Kann man die Oberschenkel ein bisschen ausruhen. Ja? Auslockern. Sie holen wir dreimal. Ja. Okay. Drei Meter auf die Also Knie. Es ist eigentlich keine spezielle Bellycon-Übung, wobei es natürlich praktisch ist, weil man könnte einfach aufstehen und man steht einfach auf. Genau, man nutzt gleichzeitig das gleiche Gerät, um dann auch eine andere Übung zu machen. Genau. Ganz genau. Ha? Also wieder aufrichten, Becken nach vorne schieben, Hände auf die Schultern legen, Kinn ran. Becken nach vorne schieben und der Oberkörper geht nach hinten, spannt sich auf. Die Bauchmuskeln müssen halten und werden gedehnt gleichzeitig. Halten die Spannung, 15 Sekunden. Halten, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Und wieder entspannen. Sehr gut. Super. Bauchmuskeln und Oberschenkel getrainiert. Die ganze Faszienebene. Ja. Es ist also wichtig, dass wir in komplexen Bahnen denken. Und dazu gehören die Oberschenkelfaszie und die Bauchfaszie dazu. Ja. Muss gedehnt werden. Also das wirkt auch gut, wenn ich Probleme habe, weil ich so viel sitze und das hier verkürzt, genau. Der Iliopsoas und so. Genau, genau die Gegenbewegung von dem, was ich jeden Tag mache, wenn ich schlecht sitze, dass ich mich hier wieder aufdehne. Ganz genau die Gegenbewegung mache ich damit. Okay. Ja, okay. Drittes Mal, Becken nach vorne schieben, Arme auf die Schultern legen, Kinn ran, Becken bleibt nach vorne und der Oberkörper geht nach hinten, es dehnt sich und gleichzeitig wird es auch gekräftigt, die Bauchmuskulatur. Also Sie empfehlen, diese Übungen alle dreimal zu machen nacheinander? Genau, richtig, dreimal. Okay. 5, 4, 3, 2, 1 und nach vorne. Sehr gut. Okay? Okay. Jetzt gehen wir gleich eine Etage höher. Das war jetzt für die Lendenwirbelsäule. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Muskel, der bei Rückenproblemen fast immer eine Rolle spielt, ist der Iliopsoas. Das ist ein Muskel, der verbindet die Wirbelsäule innen mit dem Becken und dem Bein. Geht also über drei Etagen. Und der verkürzt, können multiple Funktionsstörungen oder Wirbelsäule passieren. Von daher müssen wir diesen Muskel, der gern verkürzt, dehnen. Das machen wir auch auf dem Trampolin. Ist auch keine spezifische Bellycon-Schwingübung, aber wir nutzen es gleich mit. Das heißt, ein Bein wird nach vorne gestellt, ein Knie abgestellt. So. Und jetzt ist das Bein ganz nach hinten geschoben. Jetzt dehne ich beispielsweise hier meinen rechten Psoas und stütze mich hier ab, hier vorne. Genau, jetzt geht das Becken in diesen freien Raum nach unten. Ganz genau. Schöne Dehnung. Fällt einfach so nicht an. Federn das mal nicht federn. Halten die Spannung. Das wird man jetzt dreimal auch machen. 15 bis 20 Sekunden halten. Man kann auch mal länger halten, man kann auch mal eine halbe Minute halten. Dann ist es noch effektiver. Soll hier irgendwie die Fußstellung? Sollte senkrecht stehen. Sollte senkrecht sein. Soll es ungefähr senkrecht stehen, dass ich mich hier gut. Genau. Okay. Wir gehen wir zurück. Sehr ruhige Übung. Wechselndes Bein, ganz genau. Eine sehr ruhige Übung und eine sehr wichtige Übung für den Hüftbeuger, der, wie gesagt, für Vielzahl von Rückenbeschwerden verantwortlich ist. Das Becken sinkt in diesen freien Raum. Okay. Nicht wippen. Sie wippt aus dem Augenwinkel schon gesehen. Genau, halten die Spannung. Da kann man jetzt die Atmung genau mit einfließen lassen, dass man bei der Ausatmung sich vorstellt, das Becken sinkt noch einen Millimeter tief nach unten. Einatmen und bei der Ausatmung geht das Becken noch tiefer runter. Genau. Okay. Wir machen es jetzt nur einmal. Okay. Ja, aber daheim sollten wir es auf jeden Fall dreimal 15 Sekunden wiederholen. Okay, und gehen langsam zurück. Okay. Herr Sperber, Sie haben jetzt Socken an, Anti-Rutschsocken von der Firma Bellycon. Ich bin barfuß. Gibt es da einen Unterschied? Also barfuß, wenn ich gern schwitzt, der sollte auf jeden Fall Socken anziehen, weil sonst rutscht er einfach weg. Ja, das ist wichtig. Auch da ein Hinweis noch, wenn einer
merkt, dass die Fußsohlen ein bisschen taub werden, wenn er länger als 5 Minuten drauf schwingt, dann kommt es daher, dass durch diese Konvexität der Fußsohle, wenn sie in die Matte einsinkt, die Durchblutung etwas gedrosselt werden könnte. Nicht bei allen, aber bei manchen ist es so. Und dann wird es ein bisschen taub. Von daher, da empfehle ich auch mit Turnschuhen zu arbeiten. Aber wenn es geht, barfuß oder mit Socken, das ist eigentlich das Optimale, was man machen kann. Okay, kommen wir zur Brustwirbelsäule. Ja, die ist wichtig, dass sie aufgerichtet wird, weil durch die Bürohaltung die Schultern fallen nach vorne. Und ich mache mich hier rund und das will ich dagegen wirken. Von daher machen wir jetzt eine schöne Übung, die heißt das Zielfoto. Okay. Zielfoto, also wir stellen uns vor, wir machen einen 100 Meter Sprint. Und früher war es ja so, war es so ein Zielband. Ja? Und da hat jeder versucht, dieses Zielband mit der Brust als erster zu erreichen. Deshalb heißt es die Übung Zielfoto. Das heißt, wir nehmen ein Bein vor, ein Bein zurück. Okay, jetzt die Finger spreizen. Die Daumen nach außen drehen, die Arme nach hinten führen, ganz genau. So, und jetzt wippen wir mal vom hinteren Bein mal auf das vordere Bein. Also Gewichtsverlagerung. Gewichtsverlagerung von hinten nach vorne, ja. Da wird gleich das Gleichgewicht mittrainiert. Jawohl. Okay, sehr gut. Okay, jetzt bleiben wir mal vorne, vorderes Bein belastet. Und jetzt gehen die Arme noch einen Tick nach hinten, Tick nach hinten. Zack, Zielfoto, zack. Genau, damit richten wir die Brustwirbelsäule auf, kräftigen die Schulterblattmuskulatur, die wichtig ist, und dehnen den Pectoralis major, den großen Brustmuskel, damit, weil der echt das Arm mehr verkürzt. Jawohl, okay, Arm wieder locker lassen. Der Nacken sollte Kinn wieder rein. Kinn reinschieben. Okay, dann das andere Bein nach vorne schieben. Okay, wieder. Finger spreizen, Daumen nach außen, Arme nach hinten, Handgelenke abklappen. Ja, super. Und jetzt wieder von hinten nach vorne. Warum Lippen. Abklappen der Handgelenke? Damit man die Unterarmflexoren, das sind die Maus-Klick-Syndrom-Finger. Das erkläre ich gleich nochmal. Die werden gleich mitgedehnt, diese damit Muskeln. Damit man die auch noch dabei hat. Ganz genau, ja. Jetzt bleiben wir vorne. Okay, jetzt kommt wieder der Tick nach hinten. Und nach hinten drücken. Ja, weil immer, wenn ich vorne drauf drücke. Ja, super. 5, 4. Ich merke einen deutlichen Unterschied zu vorher, wo ich die Handgelenke nicht abgeklappt hatte. Und locker lassen, ganz genau. Ha? Also die Handgelenke, wenn ich mit der Maus arbeite, ne, und der Tastatur arbeite, die werden die Fingerflexoren, das sind also die, die die Finger beugen, aktiviert. Und die Muskeln, die eigentlich auch kräftig sind, die werden vernachlässigt. Ja? Von daher muss ich diese Muskeln dehnen. Können wir aber gerade die Hand so machen und mal nach vorne spreizen, so werden die Muskeln gedehnt. Ja, die sind beim Mausklicken gebraucht werden, unterfordert sind eigentlich, chronisch unterfordert sind. Und von daher ist es eine gute Dehnung, die ich so machen kann, am Schreibtisch machen kann, aber auch jetzt bei dieser Übung einfließen lasse. Ja? Okay, jetzt machen wir nach dem Zielfoto machen wir eine Rotation der Brustwirbelsäule. Das heißt, wir versuchen mal die ganze Kette vom Fuß bis zur Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Hand zu aktivieren, indem wir von hier aus wie ein Schwert greife ich hier und ziehe das hier raus und gehe ganz nach hinten oben, soweit ich kann. Jawohl. Und gehe wieder zurück, wieder in das, wieder reinschieben, genau. Und die Hand geht nach oben, der Daumen zeigt nach hinten. Jawohl, das linke Bein wird belastet. Sehr gut. Ja? Gewichtsverlagerung auch noch. Ganz genau, Gewichtsverlagerung auf das linke Bein und ich schwinge weiter durch. Je öfter ich das mache, desto mehr merke ich, wie ich auf einmal noch weiter drehen kann. Ja, der Kopf dreht noch mehr nach hinten und ich habe eine unglaublich gute Dynamik. Obwohl es eigentlich vom Schwung her gar nicht so stark aussieht, habe ich eine hohe Dynamik. Soll ich irgendwie darauf achten, in der Hüfte stabil zu bleiben? Das Becken richtet sich so aus, wie es sein soll. Okay. Ja, das macht es automatisch. Muss ich nicht künstlich festhalten? Nee. Okay, jetzt machen wir noch eins drauf, eine Faszientechnik. Das heißt, Faszientechnik heißt, wir versuchen, die Spannkraft der Muskelfaszie des Bindegewebes noch etwas zu erhöhen, um die Elastizität zu verbessern, ja, und die Spannung aufzunehmen, die Wasserbindefähigkeit zu verbessern, indem wir in die gleiche Position gehen, nach links drehen. So, und jetzt schieben wir gleichzeitig den linken Arm nach oben, das rechte Bein nach unten. Das heißt, ich dehne beides, der Arm geht nach hinten, das Bein geht nach unten, habt die ganze Faszie nochmal mit drin. Genau. Und komm wieder zurück. Und langsam andere Seite. Okay, also erstmal ganz locker nach außen drehen. Genau. Nach außen. Und es geht immer ein bisschen weiter. Ne? Immer dieses hinten nehmen. Okay. Und wenn wir ganz hinten sind, ja, dann versuchen wir mal. Jetzt nimm Augenblick das linke Bein, der rechte Arm geht gleichzeitig weg.
Es wird verlängert und lang machen. Nicht so oft, 3-4 Mal reicht vollkommen und wieder zurück. Faszien muss man nicht so oft behandeln, es reicht 2-3 Mal die Woche. Ein gutes Faszientraining grundsätzlich zu machen, schwingen kann man jeden Tag. Okay, so, jetzt machen wir die Halswirbelsäule. Bei der Halswirbelsäule ist es wichtig, darauf zu achten, weil der Kopf ist als schweres, massiv, möchte ich mal sagen, das Ende einer Kette. Ja. Die beginnt unten, wird beschleunigt. Das ist wie bei einer Peitsche. Wenn ich eine Peitsche nehme und sie so schnacksel, dann habe ich hier wenig Bewegung, aber die Spitze der Peitsche überholt sich selber und gibt einen Knall. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Das heißt, wenn ich von unten bewege, dann baut sich die Schwingung auf bis zum Hals. Von daher bis zum Kopf. Und von daher ist der Kopf das Ende. Ja. Und muss besonders gut stabilisiert werden. Und vorsichtig stabilisiert werden, ne? Ganz genau, ja. Von daher richten wir uns nochmal auf und machen diese Chin-In-Übung. Mhm. Das heißt, wir nehmen das Kinn und schieben es nochmal gezielt nach hinten. Mhm. Dadurch wird die vordere Muskulatur gestärkt, die hintere Muskulatur wird gedehnt und das braucht es für das Gleichgewicht, was wir auch hatten, dass wir die Muskeln gleichmäßig belasten. Also hier stabilisieren und hier dehnen, ja. Dann nehmen wir die Spannung nochmal auf und schwingen einfach mal nur rauf und runter. Ganz bewusst den Hinterkopf rausschieben und das Kinn an das Brustbein ziehen. Genau, das ist schon die erste wichtige Übung zur Stabilisierung für die Halswirbelsäule. Ist das beim Schwingen normal, dass ich hier den Bereich besonders spüre? Ja, genau. Also man kann ja auch mal den Test machen, man kann ja auch mit beiden Händen nochmal in den Nackenmuskel reingreifen. Und beim Schwingen spürt man dann auch, aha, wie der Muskel an- und entspannt, ja. Ja, während der Schwerkraftwechsel braucht alle Muskeln. Alle Muskeln müssen aktiviert werden, um das Gleichgewicht zu halten. Und von daher werden auch alle Muskeln an- und entspannt. Ja, und wenn man was spürt, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Mhm. Das heißt, irgendwann mal spürt halt ein System mehr. Ja. Gell, von daher muss eigentlich das ganze System trainiert werden, um die Ketten zu stabilisieren. Ist dann das, was ich spüre, zwingend das schwächste Glied? In dem Fall, ja. Okay. Kann gut sein. Trifft bei mir zu. Ich hatte auch Schleudertrauma mal. Okay. Worauf sollen Kunden achten, die auf dem Bellycon trainieren und die ein Schleudertrauma mal hatten? Genau. Also genau eigentlich, was wir gesagt haben, dass sie gucken, dass das Kinn nach hinten geschoben wird, ja, die ventrale Halsmuskulatur gestärkt wird, der Nacken lang geht, damit wird die Halswirbelsäule geschützt. Das ist ein Schutz. Ja, und ja, den müssen sie eigentlich aufrechterhalten, wenn sie Übungen machen. Das ist wichtig. Und sobald Sie merken, dass irgendwie Schwindel kommt oder Kopfschmerzen, dann zum Arzt, dann zum Therapeuten, okay, behandeln lassen. Ja, also es kann schon vorkommen, dass wenn einer auch vielleicht schon mal vor 20 Jahren ein Schleudertrauma hatte und er macht irgendwas völlig unbedarft, nicht um Trampolin, aber auch so im Sport oder sowas, ja, auf einmal kommen die Symptome wieder. Ja, da ist wichtig, dass man vor allem die vordere Halsmuskulatur trainiert, mhm, und die Faszien auch dehnt. Ja, muss aber jetzt auch wenn das Trauma längere Zeit her ist und ich merke das hier, ja, auf dem Bellycon, ja, dann zum Therapeuten und das nachträglich behandeln lassen? Arzt, Therapeut und nachträglich behandeln, ja, lassen. Also das bringt dann, ja, auch auf was? Auf jeden Fall, auf jeden, okay, Fall. Und dann, wenn es stabil ist, dann wieder auf dem Bellycon trainieren. Mhm. Ja, das macht Sinn. Okay. Okay. So, jetzt machen wir noch eine einfache Übung und es nennt sich Scheibenwischer. Ja, um die Kopfgelenke zu mobilisieren. Ich mache es mal vor. Wir bleiben mal ganz still stehen. Der Kopf geht nach unten. Jetzt dreht langsam das Kinn am Brustbein von links nach rechts. Geht ein bisschen weiter hoch, ganz langsam. Geht noch weiter hoch, bis man irgendwann mal über die rechte und die linke Schulter schauen. Genau, ruhig festhalten, wenn man unsicher ist. Oder die Augen zumacht. Die Augen bleiben offen. Die Augen bleiben offen. Genau, langsam. Das ist eine der einfachsten, aber besten Übungen, um die Halswirbelsäule schonend zu mobilisieren. Sondern die Schultern ein bisschen kreisen, damit auch die Scapula, das Schulterblatt mitwirken. Warum nicht schwingen bei dieser Scheibenwischerübung? Weil das sehr delikat ist. Okay. Ja, weil die Muskulatur die Halswirbelsäule in eine instabile Position bringt. Und wenn ich dann noch Schwung draufsetze, kann es zu viel werden. Okay. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Auf keinen Fall den Kopf nach hinten. Das ist verboten. Da rutschen die Facetten ineinander rein und können den Nerv quetschen. Mhm. Also von daher alle Übungen nur nach vorne machen, mhm, und maximal bis zur Seite drehen, nicht weiter, also nicht, mhm, nach hinten. Genau. Und zum Schluss einfach nochmal locker durchschwingen, aber Chin in, also immer das Kinn nach hinten lassen. Mhm. Genau, kann man mal rechts, links. Bauchnabel bleibt angespannt, Brustbein hoch. Ja. Und so können wir einfach nochmal 5 Minuten bei der schönen Musik
Ach so, jetzt so zum Schluss des Trainings noch mal ein bisschen. Ja, ganz genau. Aber Emotionen, aufrecht. Spaß. Aber aufrecht in der Position bleiben, ja, das ist wichtig. Aha. Genau. Sehr gut. Sehr gut. So. Und so haben wir unser kleines Workout sehr gut geschafft. Ja, und ganz ohne Schweiß, ganz ohne große Anstrengung, aber wir sind total effektiv. Genau. Wunderbar. Ja, liebe Bellicon-Interessierte, ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen Sie ja die Übungen öfters. Und wenn Sie Fragen an uns haben bezüglich also therapeutische Fragen, Herr Sperber ist immer für Sie da. Also richten Sie Ihre Fragen gern an Bellicon Deutschland. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail, schreiben Sie uns über Facebook oder YouTube und wir bringen Sie mit Herrn Sperber in Verbindung. Und wir freuen uns auf weitere Anregungen Ihrerseits für weitere Videos. Tschüss. Vielen Dank, Herr Sperber. Gerne.